Ranch Royal, Leute, und heute geht's wieder um die neue schwere Shotgun und ich habe sie dieses Mal viel früher gefunden, schon ganz am Anfang, und als ich sie hatte, wirklich fast jeden Kill damit gemacht. Ich finde, diese Waffe ist enorm stark und ich werde euch heute mal erklären, wie die zu spielen habt, damit sie viel Schaden macht, effektiv ist und was ihr bei der neuen Waffe beachten müsst. Nicht wundern, ich rede die ganze Zeit von einer Double Shotgun, ich habe sie leider erst ganz am Ende im Double Format gefunden. Lasst doch gern kostenlos Abo da und macht die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier seht ihr Tricks und Taktiken, wie ihr schnell besser in Fortnite werdet, Hilfe zu Herausforderungen, Challenges und ich stream oft für euch auf YouTube. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, euer Crunch Royal. Okay, wir werden heute die Double Heavy Shotgun testen. Ich hoffe, ich bekomme sie hier schnell. Erstmal zwei Kisten, schon mal direkt zum Anfang gesichert, aber leider war sie nicht da. Hier ist jetzt keine Kiste mehr. Aber egal, wir haben jetzt schon mal ja ein bisschen was an Sachen. Erstmal hier die Eier und die Pistole jetzt zur Hand legen. Und ich weiß nicht, ob hier einer gelandet ist. Wahrscheinlich nicht, wie es hier scheint. Aber wir müssen auf jeden Fall die Kisten untersuchen. Ich will diese Waffe diesmal früher bekommen. Hier ist auch noch eine. Ah. So. Okay, noch ein Schild. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Trinken wir den erst. Danach den anderen. Halten hier vielleicht schon mal Ausschau. Nach eventuell anderen Spielern. Und nehmen die grüne auf jeden auch noch mit. So, perfekt. Hier noch kurz durchgucken. Im Keller könnte auch noch eine Kiste sein. Jawohl, hier ist ein Shotgun. Das ist sehr gut. Okay, dann legen wir die weg. Medipack hintere und die hier. So, perfekt. Jetzt ist es gut hier vom Loot her. Oh, schon ein Jumppad direkt am Start. Oh, da müssen wir eigentlich echt vorbeigucken gleich. Komm, statt des C4. Was macht der da? Er hat es locker im Gebäude irgendwie platziert. Springt er die ganze Zeit so rum. Oh, okay. So platziert man sein Jumppad nicht, Leute. Man muss oben frei haben. Guck mal, ich zeig's euch aber mal kurz. Habt ihr auch schon im Bar-Video gesehen? Geht ganz schön ab. Okay, komm. Lass mal hier hoch. Ich höre noch was. Komm. Oh, das war knapp, Mann. Der war schon fast hinter der Ecke. Gerade so noch erwischt, aber gut. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist direkt jetzt nochmal einer. Wir uns hier holen, komm. Oh, haben wir auch. Oh, die neue Shotgun, Leute. Die neue Shotgun hat er dabei. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig im Spiel. Komm schon, wir haben so viel Minischilde. Schilde, alles am Start, was wir brauchen. Perfekt, wir zocken die jetzt erstmal so mit der Pump. Oh, geil, Leute. Das ist richtig cool, Mann, dass wir die jetzt direkt gefunden haben. Jetzt brauchen wir noch eine, dann können wir die Double spielen. Ich freue mich so, die Double zu spielen, Leute. Das ist, glaube ich, so stark. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Es soll richtig, richtig stark sein. Richtig overpowered, sozusagen. So, komm schon. Wo hat er die hier? Wo hat er die hier? Die andere noch, ja, tiltet. Gib mal her. Ist da noch eine? Nee, da ist keine Kiste mehr. Eventuell hier. Höre ich auch nichts, okay. Aber, Leute, das freut mich echt schon mal, Mann. Da haben wir echt die Shotgun. Werden wir es gleich mal an dem ausprobieren nochmal. Oh, guck mal. Hier nochmal ein Jump Pad. Was geht denn hier ab in Tilted, Mann? Alle am Start mit ihren Jump Pads schon. Oh, warte mal. Kommt da hier nochmal einer hoch? Ich habe gerade was laufen gehört. Ne, höre ich jetzt erstmal nichts mehr. Wir versuchen dem hier irgendwie daher zu kommen. Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist, genau. Oh, hier ballert was, hier ballert was. Okay, wir gehen erstmal hoch. Oh, wir haben ihn. Aber es war schon knapp, Mann. Es war schon knapp. Okay, wir müssen uns erstmal ganz kurz heilen. Der eine Typ ist da, glaube ich, immer noch hinten. Ich glaube, der hat ihn nicht getötet, wenn ich mich nicht täusche. Okay, trinken. Komm. Rein damit. So. Jetzt gucken wir mal hier nochmal. Ich glaube, der müsste schon noch leben eigentlich. Hier liegt ja kein Loot oder so, ne? Der müsste genau noch überlebt haben und vielleicht hier irgendwo drin sein. Oh, hier hinten geht's ab.
Ich gehe direkt mal hin. Hier ist noch jemand am Fliegen. Fliegt hier lang. Ist hier irgendwo gelandet? Hier unten. Wenn ihr genug Zeit mit der Waffe habt, dann zieht ruhig auch mal an. Ihr seht, dieser Treffer war nicht so sauber, aber trotzdem 70 Schaden. Nicht mal ein Headshot. Oh, die neue Shotgun, die ist so geil. Man muss nur krass damit treffen, auf den Kopf oder so. Die macht mega viel Schaden, Mann. Wenn ihr davon noch zwei haben, Leute. Auf die Range natürlich, ne? Ihr wisst auch, aber da muss man halt genau treffen. Okay, okay, komm. Was macht der? Was macht der? Oh, 170. Alter, ist das ein Biest. Das ist so ein Monster, Mann. Diese Shotgun ist krank, Mann. Die ist echt krank. Jetzt mal ohne Witz. Okay, haben wir. Wir können noch mal kurz tilted gehen. Ich denke, eventuell könnte da wieder was sein. Ein Medipack bräuchten wir. Ich habe vorhin irgendwo ein Medipack gesehen. Ich glaube, das war eventuell in dem Haus da vorne drin. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Kennt ihr das, wenn ihr euch immer erinnern könnt? Ihr habt was gesehen, aber nicht genau wisst, wo es war. Ich denke aber schon, es war auf jeden Fall da. Und wir können nochmal zu den Jump Pads gehen und kurz mal überprüfen. So. Boah, wir müssen aufpassen hier wegen Fallen und so. Nicht, dass wir da noch in eine rein tappen. Guck mal, hier sind Verbände, das ist schon mal gut. Da nehme ich mir schon mal ein paar, zwei Stück. Dann gehen wir weiter. Und eine grüne Pump sogar noch. Guck mal, die habe ich übersehen. Habt ihr wahrscheinlich schon wieder in die Kommentare getippt, ey, wieso nimmst du die grüne Pump nicht mit? Jetzt habe ich sie, Leute. Alles gut. Nochmal kurz nachladen. Und wir werden da mal rübergehen gleich nochmal hier. Guck mal, hier ist einer. Oh, hier ist nochmal einer. Okay, zwei. Oh, hier. Jetzt wird es interessant hier. Okay, den haben wir. Drüben direkt nochmal einer. Der will uns wahrscheinlich auch noch, Mann. Oh, was ist mit dem Reifen los? Komm schon, nimm die Ska. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht schon mal nach echt gutem Loot aus. Komm schon, wir brauchen jetzt hier den hinten noch. Den will ich doch gerne noch holen hier. Den Kollegen, wo ist der aber hin? Hier hinten auch nochmal ein Sniper. Okay, jetzt geht's ab. Ich weiß halt echt nicht, wo die jetzt genau kommen, Mann. Geschweige denn, wo der andere Typ da ist. Jetzt mit der Shotgun. Oh, komm schon. Ey, ey, wie viel hat der ausgehalten, Leute? Das ist ja krank. Jetzt mal ohne Witz, der hat richtig viel ausgehalten. Ich hab gedacht, ich hätte ein paar 50er Hits gemacht. Er hätte über 300 Leben haben müssen, so. Was? Ey, das war echt heftig, Mann. Das war jetzt mal wirklich krass. Flasht mich dort immer noch, Mann. Das war echt nicht ohne, Mann, dieser Typ. Er hat auf jeden Fall gekämpft. So viel steht fest. Ein Jumppad, wir haben ein Jumppad sogar, Mann. Guck mal. Wusste ich gar nicht mehr. Haben wir irgendwann mal gelootet. Komm schon, ich will diese Double noch haben. Gib mir diese Double, bitte. Das wäre echt cool. Oh. Oh, warte mal. Wie machen wir das jetzt hier? Da können wir dann auch nicht, aber wir können uns hier wieder eine hochbauen. Das hat echt viel Materialien, wo wir hier wirklich opfern für die Aktion, aber... So sehen wir hier irgendwen, wo wir eventuell hin könnten. Hinter uns kommt da auch keiner mehr, oder? Ich muss nochmal eigentlich hinten checken. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube echt, der andere, der ist irgendwie... Ich weiß nicht, wo der hin ist. Vorhin noch, wo da an dem Gebäude, wo wir das Ska gerade gelootet haben, war. Da weiß ich echt nicht Bescheid, aber... Den Baum müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wir haben so wenig Materialien. Ich habe echt gedacht, wir können jetzt guten Kill machen. Das Jumphead war so unnötig, ne? Richtig unnötig. Das war einfach nur verschwendet, ey. Auch noch für diesen kleinen Weg, ne, wo wir locker laufen hätten können. Jetzt könnten wir es halt anwenden. Guck mal, da hätten wir den holen können. Direkt hin. Das war eine doofe Aktion. Aber wir müssen jetzt den da hinten bekommen. Hilft alles nichts. Oh, ich habe hier sogar noch eine M16. Könnte ich auf jeden Fall auch eintauschen mal.
Da hätte ich die Bandagen mitnehmen können, natürlich. Also der wird wahrscheinlich irgendwo hinter dem Berg sein. Ich weiß nicht, wo er langgelaufen ist. Er ist wahrscheinlich schon richtig durchgesprintet die ganze Zeit. Ah, da hinten ist er. Okay, der will auch in die Zone. Die Zone ist natürlich weit. Wir müssen gucken, dass wir da schnell hinkommen. Komm schon, ich will jetzt diese Waffe haben. Diese zweite davon. Die wird ja wahrscheinlich jeder mitnehmen. Und jeder, der bis jetzt überlebt hat, hat vielleicht auch schon ein, zwei Kills. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir die noch. Wir gehen einfach straight und dann müssen wir die nicht antreffen können. Komm schon, gib mir diese Double. Und da diese Situation jetzt auf weitere Entfernung war, habe ich mich erstmal geduckt. Für meinen eigenen Schutz natürlich hinter der Treppe und natürlich für die Schrotpartikel, dass die mehr auf den Gegner gehen. Habe ich ja im anderen Video auch schon erklärt. Und ihr seht, die Schadenszahlen bleiben eigentlich stabil. Der war jetzt nicht so gut getroffen, aber hier der 50er gibt nochmal. Oh, krass, Mann. Diese Waffe gefällt mir so sehr, ne? Die ist echt geil, die Waffe, Alter. Ja, er hat ein bisschen was zu bauen, nicht viel. Wir müssen gleich mal gucken, ob er noch mehr hat, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber erstmal den Jack-Jack trinken, da sind wir echt wieder gut dabei. Komm schon, sauf mit rein. Nach 7 Sekunden hier. Oh, jetzt sind wir bei 15, guck mal, was für eine miese Aktion. Ah, jawohl. Okay, er hat noch ein paar Steine da. Nehmen wir mit. Wir können auch noch die Minis eigentlich mitnehmen, so auf Mega-Vorrat. Okay. Zone kommt jetzt auch wieder. Da hinten läuft auch noch einer. Komm schon, der muss sie jetzt haben. Der muss diese Double jetzt haben. Läuft hier gerade auf den Berg drauf. Hat auch kein Jumpet mehr gehabt, der andere. Oh, Zone kommt schon schnell. Hätte ich mal eher einbiegen sollen, aber ich will ihn halt auch flankieren. Jetzt macht sie gleich zwei Schaden. Würden schon noch ein paar AP abziehen. Ja, wie viel wird's noch? Ah, gut, 15. Okay, es war schon mal gut. Ich liebe es, mit der Waffe zu zocken, ne? Ich finde die so mega. Jetzt mal ohne Witz. Bei dem Gegner seht ihr, man kann auch im Springen immensen Schaden, wenn man drauf ist, mit dieser Waffe auf Entfernung anrichten. Das ist doch die beste Waffe im Spiel, oder Leute? Das ist doch echt die beste Waffe im Spiel. Da könnt ihr mir nichts erzählen, Alter. Leute, und jetzt schreibt mir mal kurz in die Kommentare, soll ich das öfter machen mit diesen Spielstil kommentieren in Zeitlupe? Hier, zwei Schilde nochmal. Ja, was haben wir noch alles, Mann? Das ist eine kranke Waffe, Alter. Jetzt die ein Double, stell dich die mal ein Double vor. Nur mal die Vorstellung, wie krank die dann wäre. Das wäre unglaublich, wirklich. Ich glaube, mit der könnte mich keiner mehr stoppen, weil ich eh im Aimen, also im Zielen, bin ich echt gut, finde ich. Und... boah, ihr seht ja die Schüsse, wie die krank reingehen. Das ist echt krank, Mann, mit der Waffe. Die macht mega Bock. Ja, wir können ein bisschen mehr Materialien gebrauchen. So ein bisschen mehr noch. Komm schon. Wo sind die Gegner? Gehen wir mal hier noch hoch. So. Kurz den Busch noch gecheckt. Ja, okay, hier hinten ist auch noch einer. Der ist auch gar nicht so schlecht. Der hat dort, ja, wo, er hat sich schon umgeguckt, aber mal gucken. Ah, er sieht uns nicht. Noch nicht, jetzt haben wir eine gute Position. Aber jetzt sieht er uns halt immer noch nicht so. Gehen jetzt erstmal hoch, so richtig auf Undercover, Leute. Ist er da? Er ist da unten drin, guck mal. Ich schieße ihm in die Beine, Mann. Komm, Mann. Ich habe einen guten Winkel hier. Der ist echt fest hier. Ah. Oh, okay, das war gerade nochmal knapp. Hätte der den getroffen, da wären wir auf jeden Fall tot, Mann. Da wären wir auf jeden Fall tot, hätte der getroffen. Das war nochmal ein bisschen Glück. Aber ey, geiles Gameplay mit dieser neuen Waffe, Mann. Gefällt mir mega. Besser wie das andere, ey. Da mache ich ja viel mehr Kills. Wie viele Kills habe ich mit der schon? Ich will nur mit der killen. Komm schon. Wo sind die anderen jetzt noch hier? Hat nochmal einen Jump-Hit für uns gehabt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo die anderen sind.
Hatte der aber auch nichts mehr zum Bauen? Der hatte ja echt... Niemand hat irgendwie was Gescheites zum Bauen, Mann. Sehr wenige Baumeister am Start. Ah, doch, guck mal, Holz. Wie viel? Okay, 230. Nimmst du zurück, ja, da ist schon gut was dabei. Habe ich nur wieder übersehen hier. Wie immer eigentlich, wenn ich nach was zum Bauen frage. Okay, gehen wir mal hoch. Und vielleicht noch das Jump-Pad dann betätigen. Ich will auf jeden Fall vielleicht noch die drei holen. Das wäre ganz cool, wenn wir die drei noch bekommen könnten. Ohne, dass die sich irgendwie wegmachen. So, komm schon. Wo sind die jetzt hier? Nee. Oh, da oben. Guck mal, ist so ein Haus auf dem Turm. Hat er sich da schön was gebaut. Wir sind auf jeden Fall am besten Punkt, Mann. Der ganzen Map. Wir haben hier richtig, richtig krasse Position. Hier hinten sind sie. Habe ich schon gesehen. Guck mal, der ballert da die ganze Zeit ab. Oh, was gibt denn da ab, Mann? Hä? Sind es da schon die letzten? Okay, komm, ich mache Oni mit der Waffe weiter. Oh, wir haben ihn. Oh, Leute, jetzt hätten wir die Double, Mann. Jetzt hätten wir die Double. Beim letzten Kill, Mann. Nein, das kann nicht sein, Mann. Oh, so, sowas Blödes, Leute. Das ist doch echt schade, Mann. Das ist wirklich schade, dass wir jetzt die Double haben. Ah, oh, das werde ich aber nicht in den Titel schreiben, dann Double, Mann. Als ob, so beim letzten Kill. Das ist echt Pech, Mann. Das ist Pech, Mann. Mal gucken, wo der letzte ist. Den werde ich auf jeden Fall noch ganz schön mit der Double holen. Ah, wir trinken erstmal was. Guck mal, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So. Und wir gehen auf den letzten gleich zu. Wir gehen nochmal zum Jump-Pad hoch. Ach man, das regt mich jetzt ein bisschen auf wieder. Das kann ja echt nicht sein, Mann. Jedes Mal hier. So ein Aufstand mit der Shotgun da, bis man die mal hat, ne? Ja, Raketenwerfer lass mal liegen. Nicht so schlimm, obwohl. Können wir statt die Minischießen einfach mal mitnehmen. 97 Raketen. Ist auf jeden Fall auch schon ordentlich was. Ein Jump-Pad hatte der... Ey, der hatte sogar ein Jump-Pad, Mann. Warte mal, wir bauen uns hier weiter hoch. Wir haben echt gut Materialien jetzt hier. Wo wir verballern können. Da ist nochmal ein Drop gelandet. Ah, der ist da nicht oben, oder? Warte mal. Ah, ich hoffe, also ich hoffe, er ist da nicht oben. Und ich hoffe auch, er wird jetzt nicht irgendwie drauf gehen. Okay, der ist da nicht. Aber ich denke auf jeden Fall, er ist hier irgendwo im Wald. Das denke ich wirklich, Mann. Muss ja eigentlich, muss ja eigentlich. Na, komme ich hier so ein bisschen hoch. Ein bisschen viel. Ah, komm schon. Also richtig, 100% habe ich es auch noch nicht drauf, aber... Ihr seht auf jeden Fall schon die Verbesserungen, ne, von den letzten Tagen. Wochen. Monate schon fast. Ich habe hier auf jeden Fall die Königsposition, würde ich mal sagen. Da sehen wir ihn, wenn er da ist. Und den werde ich so mit der Double wegholen, Mann. Den werde ich mir so gönnen. Boah, es macht so Spaß. Jetzt macht's Spaß beim letzten Kill. Ach komm schon, ich habe gar keinen Bock mit dem jetzt hier verstecken zu spielen. Ich pumpe jetzt hier ein paar Bäume weg. Notfall, wenn er irgendwas abknallen sollte, haben wir immer noch das Jump-Pad unten. Komm schon. Wo versteckt er sich? Ich pumpe jetzt einfach alles weg hier. Guck mal, was ist mit dem Drop los? Wo könnte der denn sein? Das gibt's doch gar nicht. Fliegt mal ein bisschen so auf Rundflug. Eventuell hier. Nee, sehe ich ihn auch nicht. Nee, habe ich ihn jetzt nicht gesehen eigentlich. Haha, wie hoch wir schon sind, Mann. Wie hoch wir einfach schon sind. Gehen wir mal nochmal ganz hoch. Ich will diese Double ausprobieren.
Der muss da eigentlich hier hinten sein. Der hat jetzt wahrscheinlich ein Haus gebaut oder so. Das finde ich jetzt auch irgendwie blöd. Das ist jetzt hier versteckt. Er weiß eh schon, auf was es hinausläuft wahrscheinlich. Ach, guck mal, da ist der. Der läuft die Treppe unten hoch. Das gibt's ja gar nicht hier. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon, wo der ist. Und können dann eigentlich auch zu ihm hinfliegen gleich. Ach komm, wir fliegen jetzt straight zu ihm hin. Er ist auf jeden Fall da unten. Guck mal, das ist er. Jetzt, Leute, passt auf. Jetzt passt doch mal auf hier. Ich weiß nicht, er hat einen Raketenwerfer, ne? Das ist schon ziemlich hart. Ja, abgewehrt. Hat er sich selber weggeholt, Leute. Da nehmen wir halt den Win mit. Oder wenn es sein muss, dann nehmen wir den Win mit. Ja, war auf jeden Fall eine gute Runde. Ich habe echt die Shotgun sehr oft gespielt. Leider erst die Double gegen Ende gefunden. Aber ich fand es schon heftig, wie viel ich damit gemacht habe. Ich glaube, das waren schon ein paar Kills, Mann. Ich habe die echt dann nur noch gezockt, gleich wo ich die hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Crunch Royal.